Hi Leute, weiter jetzt mit Let's Retro The Elder Scrolls 3 Morrowind. Wir sind dabei, die gesamte Insel Solstheim zu erkunden. Wir haben nur noch dieses kleine Fleckchen hier. Und als nächstes bei Tirsk haben wir noch. Ich würde jetzt gerne diesen See erkunden. Dann Tirsk. Dann hier nach rechts weiter zur Insel. Hier dann wieder so zurück. Dann hier einmal so rundherum. Und in einer Spirale in das Skaldorf rein. Das ist der Plan für jetzt und wir sind überlastet, sehe ich gerade. Dahinter könnte was sein. Nein. Okay, da ist, glaube ich, der See. Genau, den sehen wir uns an. Da sind ein paar Hawker, heißen die, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Haben wir vielleicht was zum Reparieren? Oh, ja, haben wir. Können wir auch was reparieren? Nein, können wir nicht. Okay. Hey, wir könnten da runtertauchen. Irgendwas greift uns an. Was? Wieso greift uns der Hawker an? Haben wir überhaupt noch irgendwelche Wurfwaffen? Nein. Das sind Bolzen. Okay, nein. Ein Schlag tot. Hat auch nichts. Das war so klar. So, wieso greifen uns die Hawker, greift uns der da hinten auch an? Hallo? Der greift uns auch an. Wieso ist der die feindlich uns gegenüber? Hawker-Stoßzahn. Sehr schön. Sehr schön, schon wieder mal das Lernlings aufgebraucht. Jetzt können wir wieder normal gehen. So, dann können wir den Dohlenfederring ablegen und den Mondenstern wieder anlegen. Oh, halt, da ist ein Skelett. Das sehe ich mir gleich an. Aber ich möchte den See erstmal von oben erkunden, bevor ich ihn von unten erkunde. Also allzu groß scheint der See nicht zu sein. Du greifst mich bestimmt auch an, oder? Du Hawker. Ja, schwere Rüstung auf 59 Punkte. Oh, halt. Was haben wir hier? Fjaldingsee. Zweimal, okay. Nein, besonders groß ist er nicht. Gut, dann gehen wir jetzt mit der Unterwasseratmung hier runter. Okay, wir gehen da nicht. Was ist jetzt los? Ah, jetzt hat es geklappt. So, Unterwasseratmung. Oder nur Wasseratmung, besser gesagt. Also hier ist irgendwie nur dieses Skelett. Und da drüben scheint noch irgendwas zu sein. So, alte durchnässte Notiz. 150 Drachenknochen mehr. Nordisches Breitschwert. Was ist das hier? Nordische Silberkriegsaxt. Okay. Winterfaust. Es ist, wie wir befürchtet hatten. Angria und ihre Bande sind fest entschlossen, die Rüstung des Schneeprinzen aus dem Grab des Jolgir zu stehlen. Meine Männer schlugen sie in die Flucht, aber sie hatten sich bereits den Helm geschnappt. Ich weiß, dass sie sich irgendwo hier auf der Insel verstecken. Sie wurden zuvor in der Nähe des Fjaldingsees und der Früchte Eishöhle gesehen. Also versucht es dort. Ich werde mich euch anschließen, sobald es mir möglich ist. Heilin der Starke. Aha. Okay, den Schneeprinzen haben wir ja bereits gefunden. Da hinten ist auch irgendwas. So, aber hier links ist nichts mehr. Dann kümmern wir uns jetzt schnell um diese Hawker da. Und dann sehen wir mal, was da rechts ist.
So, weg mit dir. Weg mit dir. Hakons Glückssträhne. Die müssen wir mitnehmen. Wenn er schon einen eigenen Namen hat, da ist bestimmt irgendwas Gutes dabei. So, schade, das hat jetzt sind wir wieder ein bisschen überlastet. 4 Kilo hätte reichen können. Na gut. Dann eben wieder den Dohlenfederring. Gehen wir raus. Komme ich hier irgendwo raus? Vielleicht auch nicht. Da komme ich raus. So. Hä, habe ich dich übersehen gehabt? Gut, also ich wollte ja jetzt nach Tirsk. So. Also hier haben wir diese Gruppe, die den Helm gestohlen haben soll, nicht gefunden. Und diese Friske-Höhle. Fjalding-Höhle? Moment mal, was? Wir müssen da nochmal runter. Aber ich schaue kurz, ob hier irgendwo diese Frisken-Höhlen sind. Ob wir die vielleicht irgendwo mal gefunden haben. Da? Nein. Wir gehen da jetzt runter. Hier drunter. Das da? Ich muss mir eben kurz Wasseratmung wieder zaubern. Ich soll irgendwo. Der Eingang ist da drin, in diesem Block. Aber ich komme da nicht rein. Na gut, dann ist der vielleicht für später noch. Oder vielleicht brauche ich auch erst die Quest. Gut, also der Dohlenfederring, der ist aufgebraucht. Dann kommt jetzt das Amulett des geteilten Herzens dran. So. Raus hier. Gehen wir zu Tirsk. Da ist auch irgendwas. So. Ist das hier alles? Nein, da hinten sind noch ein paar Gebäude. Also irgendwie ist hier gar nichts. Hier ist eine Schmiede. Stehen werde ich hier jetzt mal nichts. Nordischer Silberstreitkolben. Okay, wenn du das sagst. Brynjolfr. Seid gegrüßt, Reisender. Ich würde euch ja von meinen Waren erzählen, aber ihr habt inzwischen gewiss schon von meiner Handwerkskunst gehört. Meine Waffen sind ohnegleichen. Ich fertige viele der vortrefflichen Bären- und Wolfsrüstungen, die die Solstheimer Nord mit Stolz tragen. Allerdings bin ich es müde, die gleichen alten Wolfs- und Bärenpelze zu verwenden. Lieber würde ich meine Fähigkeiten beweisen und handgefertigte Fellrüstungen aus den Pelzen von Solstheims exotischen Tieren machen. Okay, überzeugen brauchen wir nicht. Von dieser Person habe ich noch nie gehört. Warum fragt ihr mich solch unmögliche Dinge? Ja, Bursche, ich kann euch Waffen und Rüstungen verkaufen und auch eure abgenutzte Ausrüstung reparieren. Mirisi, ja, fragen wir das gleich mal. Ja, natürlich ist das arme Mädchen nicht zurückgekommen.
Sie kam her, um gegen das Trinken zu predigen. Erich wurde richtig wütend. Dann nahm er sie und sperrte sie in seinem Zimmer ein. Es macht ihm Freude, sie zu peinigen. Manchmal schlägt er sie sogar. Das ist nicht recht. Dieser Erich ist ein Tyrann und Angeber. Und keiner von uns kann ihn leiden. Doch er ist ein Clanbruder und wir können uns leider nicht in seine Angelegenheiten einmischen. Schade, dass sich niemand findet, der ihm eine Lektion erteilt. Ihr findet Erich im Methaus. Seid vorsichtig, Freund. Was das angeht, ist Erich nicht der freundlichste Nord, den ihr hier auf Solzheim oder sonst wo treffen werdet. Er hat ein loses Maul und sein Schwert sitzt recht locker. Okay. Ach ja, Solzheim ist ein recht schöner Ort, nicht wahr? Ich bin aus Himmelsrand hergekommen, weil das Wetter dort so schlecht ist. Okay. Ganz einfach. Ihr bringt mir Schneebärpelze und Geld und ich fertige euch Schneebärrüstung an. Mit meiner Spezialmethode kann ich die natürlichen Schutzeigenschaften des Pelzes sogar noch verstärken. Eure Bestellung ist in 24 Stunden fertig. Nehmt diese Schriftrolle. Darauf stehen die Preise und was benötigt wird. Wenn ihr interessiert seid und genug Pelze und Geld habt, kommt wieder. Ich werde meinen Schmiedeofen anfeuern und ihr werdet eure neuen Rüstungsteile binnen eines Tages abholen. Haben. Rüstungspreisliste erhalten und Tagebuch. Hatten wir das nicht schon mal? Das war in Gramfeste, glaube ich, oder? Okay. Jetzt würde ich aber gerne noch es gibt Schneewölfe? Seid gegrüßt, Winter. Seid ihr gekommen, um ein Rüstungsteil für eine Schneewolf-Rüstung oder der Schneebär-Rüstung in Auftrag zu geben? Durch die Wildnis von Solzheim, dem Auge meist verborgen, streift eine besondere Art von Wölfen und Bären. Sie werden wegen ihres weißen Fells Schneewölfe und Schneebären genannt. Man sagt, dass die Pelze dieser Tiere magische Qualitäten besitzen, die vor dem Schnee und der Kälte Solzheims schützen. Stellt euch vor, was für Rüstungen ich aus solchen Materialien herstellen könnte. Bringt mir die Pelze und genug Geld und ich werde euch einen Satz Schneebärrüstung oder Schneewolfrüstung herstellen. Okay. Die Missionarin Mirisa wird von einem Nordbarbaren namens Erich in seiner Unterkunft im Methaus Tirsk gefangen gehalten. Brynjolf stellt handgefertigte Schneewolf- und Schneebärfellrüstungen auf Bestellung her. Es ist eine leichte Rüstung, die auch etwas Schutz gegen Kälte bietet. Brynjolf hat mir eine Liste mit den benötigten Dingen und Preisen gegeben. Wenn ich die Tierpelze und das Gold habe, wird er mir mit der Arbeit an einem Rüstungsteil beginnen und es in einem Tag fertig haben. Rüstungspreisliste. Ihr nennt euch selbst einen Jäger? Nun beweist es. In der Wildnis von Solzheim verbergen sich die nur schwer aufzuspürenden weißen Schneebären und Schneewölfe. Man sagt, dass ihr Fell vor der stärksten Kälte zu schützen vermag. Tötet diese Bestien, nehmt ihre Pilze und ihr könntet stolzer Besitzer sein von... Handgefertigte Fellrüstung, angefertigt von Brynjolfre. Stellt euch diese wunderbar leichten, weißen Fellrüstungen vor, hergestellt aus den Pelzen von Solzheims geheimnisvollen Schneewölfen und Schneebären. Niemals zuvor habe ich eine solche Rüstung angefertigt, denn bis jetzt war niemand geschickt genug, diese Bestien zu erledigen. Könntet ihr der Erste sein? Tötet die Bestien, bringt mir ihre Pelze und genug Gold und ich werde euch die beste leichte Rüstung herstellen, die auf Solzheim oder sonst irgendwo zu finden ist. Material und Preisliste. Schneebärrüstungen. Schneebärküras, 5 Schneebärpelze und 6000 Draken. Schneebärschulterplatte links oder rechts, 2 Schneebärpelze und 1000 Draken. Schneebärhandschuhe links oder rechts, 2 Schneebärpelze und 1000 Draken. Schneebärbeinschienen, 4 Schneebärpelze und 5000 Draken. Schneebärstiefel, 3 Schneebärpelze und 3000 Draken. Schneebärhelm, 2 Schneebärpelze und 2000 Draken. Schneewolf-Rüstungen. Schneewolf-Küras, 5 Schneewolfpelze und 6000 Draken. Schneewolf-Schulterplatte links oder rechts, 2 Schneewolfpelze und 1000 Draken. Schneewolf-Handschuh links oder rechts, 2 Schneewolfpelze und 1000 Draken.
Schneewolf Beinchenen, 4 Schneewolfpelze und 5000 Raken. Schneewolf Stiefel, 3 Schneewolfpelze und 3000 Raken. Schneewolf Helm, 2 Schneewolfpelze und 2000 Raken. Okay. Schneebären hatten wir, glaube ich. Nein. Schneebären sind größer als normale Bären und haben einen dicken, weißen Pelz, der sie vor Eis und Kälte schützt. Wenn man ihnen begegnet, sind sie sehr aggressiv und man sagt ihren Angriffen nach, dass sie einem das Fleisch gefrieren lassen. Schneebären sind ziemlich schwer zu finden, aber Jäger haben sie in den schneebedeckten Wäldern entlang der Südküste Solstheims gesehen. Okay. Schneewölfe sind die größeren und scheueren Verwandten der gemeinen Wölfe auf Solstheim. Sie haben ein dickes Fell, das sie gegen Frost und Kälte schützt. Schneewölfe sind in und um die Mösringberge zu finden. Der Legende nach sind sie die Nachfahren von Undjage, jenem Schreckenswolf, der einst Hothmund den Roten verschlang. Seid vorsichtig, wenn ihr auf einen trefft, denn man erzählt sich, dass sie ihre Angriffe das Fleisch gefrieren lassen. So, da möchte ich jetzt eigentlich nichts. Aber handeln möchte ich noch gerne. Wolfstiefel, Helm, Bärenhandschuh, Wolfsschulterplatte, Wolfshandschuh, Bärenschulterplatte, Bärenstiefel, Bärenküras. Und dann noch ein paar nordische Waffen. Okay, könnte ich was Wir haben 46 Wolfspelze. 8 Schneebärpelze, aber keine Schneewolfpelze. Okay. Hätte ich gerade was zum Verkaufen da? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Dann lassen wir das. Er hat eh nur 600 Raken. Könnte ich reparieren? Das weiß ich gerade nicht, ob ich vorhin repariert habe. Habe ich offenbar. Na gut. Schneebären, die größeren Verwandten von Solstheims gemeinen Bären, sind für ihren dichten weißen Pelz bekannt. Sie sind nur schwer aufzuspüren, wurden jedoch in den schneebedeckten Waldgebieten entlang der Südküste Solstheims gesehen. Man sagt, dass ihre Angriffe menschliches Fleisch gefrieren lassen und dass ihr Pelz sie vor Eis und Kälte schützt. Schneewölfe sind die größeren Verwandten von Solstheims gemeinen Wölfen. Und man sagt, dass sie Nachkommen von Undjage, dem Schreckenswolf, sind, der Hothmund den Roten verschlungen hat. Sie leben sehr zurückgezogen, aber man kann sie in den Mösringbergen und in deren Umgebung finden. Man sagt, dass ihre Angriffe menschliches Fleisch gefrieren lassen und dass ihr Pelz sie vor Eis und Kälte schützt. Jetzt haben wir schon 822 Seiten in unserem Tagebuch, das ist echt krass. Richtig heftig. So, da rechts waren wir offenbar schon. Aber ich möchte einmal ums Haus herum. Da links kann man eventuell auch rein. Und hier gibt es aber gar nichts. Na gut, gehen wir rein. In die Metstube. Vorher mal kurz speichern. Methaustür. Habe ich keine anderen Leuchtmittel mehr? Offenbar nicht. Willkommen in Tirsk. Ihr solltet mit Skjoldir Wolfsläufer sprechen. Er ist der Häuptling dieser Hallen. Alle Neuankömmlinge persönlich zu begrüßen. Wartet! Jetzt erinnere ich mich. Nackttänzerin! Das war's! Sie arbeitete als Nackttänzerin! Bitte was? Okay. Kann man die mieten?